Herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir haben jetzt wieder Preston Garvey dabei und ich habe ihm eine Sirius-Rüstung gebaut. Ich finde, die steht ihm recht gut, besser als sein Minuteman-Fummel und schützt ihn auch besser. Wir sind hier wieder im Eingangsbereich vom Vault 88 und ich möchte heute keine Baufolge machen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr relativ gut die Transportwege der Karawanen umprogrammieren könnt. Der ursprüngliche Weg lief von Fischereiturn, Yachthafen nach Burg. Und ihr seht, ich habe das inzwischen umgeleitet. Wir haben jetzt hier die gewünschte Route mit dem Roboter, wo wir in der letzten Folge dran gearbeitet haben. Und dann habe ich den, der ursprünglich die Tour geführt hat, nach Jamaica Plain laufen lassen. Das verkürzt seinen Weg ungeheuer. Dadurch taucht er öfters in den Siedlungen auf. Aber wenn es jetzt so ist wie hier, dass der Karawanenführer ums Verrecken nicht erscheinen will, dann müsst ihr nicht warten, bis er irgendwann zufällig da ist, sondern ihr... Wo ist denn das jetzt? Das muss ich selber überlegen. Ich glaube, das war bei Strukturen sonstiges. Schädlich gesagt? Sonstiges? Nee, dann muss es bei Sicherheit gewesen sein. Schutz, Wachposten. Muss ich selber erst suchen, verdammte Axt. Wo ist das? So Energie? Das Ding braucht keine Energie. Aber vielleicht ist es trotzdem hier. Da, sonstiges. Was ist das? Nee, das suche ich nicht. Lautsprecher, nö. Sag mal, das kann doch mal. Ich dachte, ich weiß, wo das ist. Ah, ich nehme an, das ist bei Ressourcen, weil eigentlich ist es. So gehört es dahin von der Logik her. Jawohl, genau, die Glocke. Es gibt auch eine Sirene. Weist Siedler in der Nähe nach dem Aktivieren auf Gefahren hin oder hier läutet die Glocke, um Siedler in der Nähe zu versammeln. Das Ding werde ich jetzt hier hinstellen. Das ist dann natürlich praktisch, wenn man genügend Platz gelassen hat. So wie ich hier, da können sich auch 30 Leute versammeln, ohne dass es zu großen Problemen kommt. So. Und die läuten wir jetzt, dann warten wir ein bisschen. Und dann müssten sie jetzt alle kommen. Und zwar auch der Karawanenfuzzi. Nur, dass ihr mal wisst, was ich jetzt gerade vorhabe. Ja, das nun wieder. Ich möchte die Karawane umleiten, dass der nicht mehr den ganzen Weg zur Burg, der ist ja ziemlich beschwerlich, schaut euch das mal an, das Gelände, und der läuft den Weg ja auch tatsächlich. Wir können den also hier in der Nähe von Quincy begegnen, theoretisch, und da wimmelt es ja von Rädern, und das will ich ihm irgendwie nicht antun. Der stirbt zwar nicht, aber ich möchte ihn nach Jamaica Plain laufen lassen. Hier die Strecke, da ist weitaus kürzer, muss er zwar auch nahe an Quincy vorbei, oder durch den Sumpf durch. Er muss nur halt jetzt mal erscheinen. Ich bimmel mal nochmal. Ich kann dich bei Bedarf zusammenflicken. Gegen eine kleine. Vielleicht steht er auch schon hier irgendwo hinter mir. Sowas wie das Volt 88 Getränk habe ich noch nie getrunken. Was brauchst du? Ja, den Karawanenfuzzi, der sollte jetzt eigentlich kommen. Ich nehme an, das dauert einen Moment. Ich drücke mal die Pause-Taste, damit ihr nicht so lange warten müsst. Aber theoretisch müsste es so funktionieren. In den anderen Siedlungen jedenfalls funktioniert das so. So, da ist er ja endlich. Und den weisen wir jetzt. Es hat jetzt eine ganze Weile gedauert. Wahrscheinlich musste der wirklich den Weg hierher rennen. Und ja, wir lassen ihn jetzt nach Jamaica Plain gehen. Und kontrollieren das Ergebnis. Jo. Viel besser. Logischer, sinnvoller. Überhaupt glaube ich, dass ich die Wege ziemlich aufgeräumt gestaltet habe. Es wirkt meiner Meinung nach nicht chaotisch. So. Gut.
Ich habe jetzt dann zwischen den Folgen, zwischen den Aufnahmen, in der Aufnahmepause die Sirene noch hingebaut, weil ich glaube, es ist gar nicht so falsch, wenn die Alarme auslösen kann. Das tun nämlich die Siedler, wenn ein Angriff kommt. Und schalten das Ding auch selbstständig wieder ab. Eine kleine Gebühr, versteht sich. Ansonsten gerufen wurde der durch die Glocke, nicht durch die Sirene. Das ist sicher. Gut, jetzt gehen wir nach Jamaica Plain. Ich habe auch den Rucksack also die Rucksackdüsen dabei. Die werde ich wahrscheinlich brauchen. Also so erwischt ihr den auf jeden Fall. Ein bisschen Geduld erfordert es trotzdem. Bis der endlich da ist. Wie lange habe ich denn jetzt gewartet? 10 Minuten ungefähr. Naja, ich glaube, es kam mir nur wie 10 Minuten vor, wohl eher 5. Das ist eine subjektive Sache. Also 5 Minuten habe ich bestimmt gewartet und dann war der Karawanenroboter da. Also ich meine, man könnte theoretisch auch die Route abmarschieren. Irgendwo da auf dem Weg muss er ja sein. Aber ihr könnt ihm dann nicht neu zuweisen. Das könnt ihr nur in Siedlungen. Gut, Moment mal ganz kurz. Ich habe nur kurz meine Aufzeichnung geändert, weil ich die Roboterroute geändert habe. Ich notiere mir nämlich jetzt gerade die ganzen Roboterrouten. Und wenn ich die ausgetauscht habe, alle, dann... sonst blicke ich hier nicht mehr durch bei den Routen, wo schon Roboter laufen und wo nicht. So, das... Jetzt werde ich euch so einiges zeigen, zum Beispiel, ja, aber erstmal tun wir hier mal den Schutt beseitigen, der sich beseitigen lässt. Das ist Stoff, Stahl. Hier wird einmal die Werkstatt herkommen, wohnen tun die Siedler dann woanders. Oh, eine Kronkorkenmine. Da habe ich aber Glück. Achso, die war gar nicht aktiv, okay. Pümpel, den lagere ich ein, den brauche ich für einen Scherz. Bald habe ich genug von diesen Pümpeln. Was soll ich hier eigentlich machen, weil der immer noch der Questmarker ist? Baue und aktiviere eine Rekrutierungssendestation. Ne, wir machen das anders. Wir bauen erst ein paar Betten und dann holen wir Siedler. Ansonsten würde ich sie... Ich zeige euch am besten erstmal das Gelände, das es zu bebauen gibt. Hier habt ihr die grüne Grenze. Ich glaube, das ist die zweitschwierigste Siedlung überhaupt. Es gibt nur eine, die noch schlimmer ist. Und da ist es so eng. Das ist so eine Straßenschlucht, die ist. Also da ist es noch schwieriger, was Sinnvolles draus zu machen als hier. So. Die Bänke lasse ich stehen. Das hässliche Ding kann ich jetzt gar nicht abreißen. Die Tür könnte ich verwerten. Da bauen wir eine neue ein. Das müsste eigentlich gehen, problemlos. Wenn nicht, zeige ich euch, wie man trotzdem eine Tür einbauen kann. Auch wenn die im Türstock nicht einschnappt. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt dann einen Glitch. Den werden wir hier sowieso brauchen, um da oben auf das Haus was draufzustellen. Ich möchte auf diese Ruine, da möchte ich was draufbauen. Nämlich eine zweite Etage. Hier unten ist dann die Werkstatt. Und über uns, da stelle ich mir gerade vor, dass die ganzen Händler sind. Und da, wo das Loch in der Wand ist, da werden die ihre Betten haben. Allzu groß wird die Siedlung wohl nicht werden. Das lasse ich hier mal so. Das hier lasse ich erstmal so. So, dieses verfallene Bett weg, dann den Tisch weg. Ja, das schaut echt schlimm hier aus. Das war, ja, die Heizung muss auch weg. Bau mal alles neu, dann Kinderbett. Das muss ich mal gucken. 1,5. Ich möchte mal schauen, ob es mir gelingt, hier einen sauberen Fußboden reinzuziehen. So. Dazu muss ich jetzt mal rausgehen. Dann zeige ich euch den Hof hier auch noch.
da können wir ein Haus hinstellen und wenn wir das in die Höhe bauen, haben wir auch genügend Betten für, was weiß ich, 15 Leute, die kriegt man hier auf jeden Fall unter. Dann brauche ich Geschütztürme, die hier raus durch diese Tür zeigen. Und Geschütztürme, ja, dazu, ich bin schon wieder beim gedanklich viel zu weit. Machen wir uns auf den Weg. Ja, wir machen uns jetzt erstmal nicht auf den Weg. So, in die Pflanzkübel, da pflanze ich jetzt am besten sofort schon ein bisschen was an. Holz. Dafür sind sie nämlich da. Ich kann da jedenfalls schon mal Mais und Tato anpflanzen. Achso, das wird jetzt übrigens, ich soll es gleich erwähnen, bevor es zu spät dafür wird, das wird jetzt übrigens gewissermaßen eine Baufolge. Wir haben zwar eine Quest dafür, wir verfolgen damit auch die Lösung der Quest, aber unterm Strich bauen wir jetzt Jamaica Plain wieder auf. Es kann sein, dass das eine zweiteilige Folge wird. Aber ich möchte euch wirklich zeigen, wie man aus dem Loch hier was machen kann. Ja. Einfach wird's nicht. Wir werden tricksen müssen. Ihr werdet ein paar Tricks sehen, die sicher nicht im Handbuch stehen. Und ja, was habe ich denn da gemacht? Ja, ganz lustig. Gut, dann pflanzen wir hier auch noch Mais. Zumindest Mais ist schon mal. Da ist einer meiner Karawanen. Da ist der Karawanenroboter. Welcher ist denn das? Das ist Volt 88 Jamaica Plain. Ja, Volt, den haben wir ja gerade zugewiesen. Funktioniert also alles so wie nach Plan. Da war doch noch eine Laterne. Die kommt weg. Stahlgummi, Sicherung, kaputte Glühbirne. Jawohl. Gut, dann der Mülleimer muss weichen. Tja, Stromversorgung, die wird irgendwann mal da aus Platzgründen auf dem Dach stehen, aber momentan komme ich da nur mit Rucksackdüse hin. Und ja. Na. So. Da kann ich die ersten Geschütztürme aufstellen. Aktionspunkte. Gut. Also jetzt wisst ihr auch, wofür ich die Rucksackdüsen mitgenommen habe. Weil ich muss hier wirklich platzsparend bauen. Und wenn ich den hier oben hinstelle, dann kann ich einen Teil der Leitungen darüber ziehen und den anderen Teil auf den Hof rauf. Ich kann von hier aus in alle Richtungen die Stromleitung legen. Deswegen ist das, glaube ich, der günstigste Platz in Jamaica Plain für den Zweck. Und wenn ich jetzt genügend Material habe, ich war einkaufen vorm Spiel, eigentlich müsste es klappen, dann kann ich jetzt so einen hier hinbauen. Ein Fusionsgenerator. Der ist hier oben auch relativ sicher vor Angriffen. Das ist, das hat also nur Vorteile, den hier zu bauen. Aber ihr braucht, solange ihr nicht so hoch gebaut habt, dass ihr da eine Brücke rüberlegen könnt, den Raketenrucksack. Ich werde jetzt hier an die Ecke so einen Pylon stellen. Einmal. Und dann werde ich hier drüben auch gleich vorbereiten. Den stelle ich an diese Ecke. Zweimal. Oh, reicht eigentlich. Ich kann von da aus überall hin verzweigen in die ganze Siedlung. Und das ist es, was wir wollen. So, wieder runter. Das vielleicht so drehen, dass das näher an der Kante ist. Das ist einfach günstiger. Geht das jetzt nicht, oder was? Doch, so geht's. Ja, jetzt mache ich es mir leicht. Ich stelle jetzt da unten. Da unten stelle ich jetzt den Powerpylon hin. Und dann verdinge ich das. Notfalls muss ich mit dem Rucksack wieder rauf.
Das ging gerade, oder? Das hat gerade eingeschnappt. Wenn nicht, dann halt wieder so. Genau. Dann haben wir da unten schon einmal Strom. Ich möchte den da drüben haben. Dann baue ich auch hier das erste Geschütz schon mal hin. Beziehungsweise da in der Mitte ein Scheinwerfer. Falls ausgerechnet jetzt ein Angriff kommt, dann lasse ich mir nämlich von den Geschütztürmen helfen. Braucht, wenn ich Glück habe, gar nichts tun. Schwerer Laser hier. Ich will hier keine Raketenwerfer haben, weil die mir sonst vielleicht die wenigen Pflanzen beschädigen. Wir kennen das ja schon von anderen Siedlungen. Dann hier rüber. Jetzt muss ich nochmal da rauf. Ich möchte das nicht über das andere Ding laufen lassen, sondern direkt hier anschließen. Die kürzere Stromverbindung. So, gut. Dann haben wir schon mal 26 Schutz. Ab 30 Schutz wirkt das in die Zufriedenheit der Siedler rein. Ich sollte also irgendwo noch was hinbauen. Jo, fällt mir schon noch was ein. Notfalls tut's auch ein normaler Geschützturm. Aber das ist schon mal ein Anfang. 26 ist besser als 0. So, jetzt bauen wir gleich mal, solange mir die Energie nicht ausgeht. Was war das? Ressourcen. Deswegen, was wir hier eigentlich da sind, nämlich... Das war dann wohl doch Energie. Ach, Gottelle. Da, sonstiges... Rekrutierungsgedöns. Das platzieren wir gleich neben den Strommast. Vielleicht tausche ich gerade mal den Platz. Es ist einfach bequemer, da an den Schalter zu kommen, wenn der... so gebaut ist. Ungefähr. Ich kann ja noch ja nachrüsten. Ich bin noch nicht so weit, dass ich habe jetzt nur mal sichergestellt, dass ich nicht alles Material verballer und dann den nicht mehr hinstellen kann. Ich bin noch nicht so weit, dass ich jetzt die ersten Siedler hole. Dafür ist mir das hier noch zu dünn. Gut. Ich denke, ich werde da drüben auch noch Geschütztürme aufbauen, damit auch der Hof auf der anderen Seite geschützt ist. So, Aktionspunkte. So, hierher baue ich auch noch ein paar Geschütztürme. Und dann reicht das schon einmal, um die Zufriedenheit der Leute zu erhöhen. Scheinwerfer, der kommt dahin ungefähr, muss in der Mitte stehen. Ich möchte hier Laser, einen schweren Laser hin tun. Ungefähr so. Und da Mac auch noch. Ja. Jetzt haben wir schon 52 Schutz, damit kann man schon was anfangen. Der schießt auch in Richtung Innenhof, genauso wie dieses Geschütz hier. Damit haben wir schon mal was erreicht. Gut. Das speichere ich mal. Das ist nämlich fehlerfrei, was ich da gemacht habe, soweit ich das beurteilen kann. Ich wollte jetzt einen Fußboden legen. Und zwar brauche ich den ungefähr so. Mal schauen, ob ich damit auskomme. Und dann brauche ich noch kleine Elemente. Ich hatte noch ein bisschen Platz. Die hier. Einmal, zweimal. So vom Augenmaß her müsste das hinpassen. Und das, was ich jetzt mache, kennt ihr schon. Ich muss nur aufschauen, dass sie nirgendwo anstößt, was ich gebaut habe. Und dann hebe ich nämlich die ganze Bodenplatte hoch und schau mal, ob die da so wie sie ist, jetzt da oben reinpasst. Und dann haben wir einen anständigen Fußboden hier drin. Und
Ausmaß her war es schon gut. Und die eine Ecke da links, die könnte ich ja wieder rausnehmen. Da ist nämlich dann die Treppe. Also so brauche ich es dann. Schauen wir mal, ob es jetzt hinpasst. Na, nun raste schon endlich ein. Na also, geht doch. Gut. Das ist nicht ganz passgenau, es ist aber schöner als vorher, denke ich. Oder kriege ich das besser hin? Was reiße ich denn jetzt alles ab, wenn ich... Ja, gut, es klappt. Ich versuche mal näher ins Eck zu kommen. Also reinschieben in die Wand da vorne, das geht. Da könnte ich eventuell hier was ausgleichen. Mal gucken, ob da jetzt ein ganzes Teil reinpasst. Ist da ein Loch in der Decke? Nee, sonst hätte ich da nämlich die... So. Also ich finde, es ist auf jeden Fall besser als vorher. Vielleicht kann ich jetzt dann doch noch so ein kleines Teil da reinfummeln. Nee, das haut jetzt nicht hin, aber egal. Das ist eigentlich gut so. Ja, das passt wunderbar. Ist besser als befürchtet. Schaut das jetzt da hinten raus aus der Wand? Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Nee, so nicht. Da muss ich nochmal rauf. Vielleicht kriegen wir das besser hin. Jo, müsste eigentlich besser gehen. Also ihr seht, es ist ein bisschen Gefummel, aber es ist machbar. Und dann passt es hier auch am Treppenübergang besser. Schaut immer noch raus, aber wäre nimmer schlimm. Damit könnte ich leben. Ja, wie gesagt, Fallout 4 hat ja keine korrekte Physik, deswegen geht das hier was, und deswegen kann ich hier auch Teile durch Wände schieben. Und das ist einer der Tricks, den ich euch zeigen wollte. Ich glaube, das kann man so lassen. Wenn jetzt der Boden oben zusammenpasst, wenn ich jetzt das Teil verlege, das noch reinfällt und das passt, dann lasse ich das so. Ansonsten kann ich es noch ein paar Millimeter verschieben. So, wie sieht es jetzt hier aus? Ja, passt wunderbar. Und wir haben einen sauberen Fußboden und nicht diesen Dreck da. Tja, mit den Fenstern. Damit werden sie leben müssen. Ich könnte zwar Scheiben reinfummeln. Vielleicht mache ich das auch, um euch zu zeigen, wie es geht. Aber jetzt baue ich hier erstmal Bett auf. Gut, ein Bett. Wie viel haben wir denn jetzt? Zwei Betten. Das Ding hier zählt mit rein, ne? Nein. Das Ding tun wir verwerten. Jo. Gut. Dann bauen wir hier noch ein Bett hin. Ich baue das jetzt mal nur hierher, weil ich werde mal schauen, ob ich das hinkriege mit Fensterscheiben und wenn es bloß provisorisch ist. Aber das passt, das speichere ich jetzt aber. Dass es da noch rausschaut, das schaut ja fast so aus, als ob es so gehört. Da sieht man noch die Kante von... So, und jetzt gucke ich mal, ob ich eine passende Glasscheibe habe, die ich da für den Zweck verwenden kann. Die darf nicht zu dick sein. Da schaue ich jetzt mal bei den Teilen von... Türen? Nee, die nicht. Moment, aber vielleicht kann ich eine Tür verwenden. Die hat doch schicke Glasscheiben. Passen wir es mal an. Ob sie prinzipiell... Ja, könnte schlimmer sein, oder?
Also wenn ich nichts Besseres finde, versuche ich es mal damit. Wir sollten, ich wollte mal gucken, ob ich jetzt Türen einbauen kann oder ob ich zwixen muss. Weil ich habe doch die schlampigen Türen, die halb kaputten, die habe ich raus. Ja, gut. Müssen wir reinfummeln. Auch das kriegen wir hin, denke ich. Bin ich zuversichtlich. So, was haben wir denn noch an Glaselementen? Die Türen, da die sehen mir jedenfalls scheinbar ganz brauchbar aus. Dachkuppel. Okay, brauche ich nicht. Aber ein Toilettenhäuschen, wenn ich, habe ich doch irgendwo gesehen. Fertighäuser. Na gut. Ich könnte da eine verglaste Veranda hinmachen. Ah, Moment, das passt. Das schaut doch so aus wie die Teile, die ich verwendet habe, um meine Aufzüge zu verglasen. Wo finde ich die denn? Wenn das so hinpasst und ich kann das so in der Wand verschwinden lassen. Wo finde ich jetzt? Stahl, Beton, war das hier was? Nee. Wo waren die? War das ein Lagerhauselement? Dächer, Treppen, Türen, sonstiges? Pfosten? Wände? Da könnte es sein. Genau, da. Und das versuche ich jetzt da mal reinzufummeln. Ich nehme mal an, dass das von Haus aus nicht so ohne weiteres geht. Aber das, wenn wir da reinkriegen, dann sind die Fenster dicht, ne? So, jetzt platziere ich das mal hier und ich hoffe, das funktioniert, was ich jetzt vorhabe. Sonst blamiere ich mich jetzt. Und dann wäre die Folge auch schon rum. Jetzt brauche ich einen Betonpfosten. Warte mal, wie war das? Nee. Das ist der andere Glitch. Ich brauche jetzt ein Handtuch beziehungsweise einen Teppich. Dekorationen, Bodenbeläge, eine Matte. So. Jetzt mache ich es mir noch ein bisschen leichter. Ich lege noch eine zweite Matte aus. Dann die oben drauf an der Kante. Ungefähr so, dann das. Also es gibt mehrere Glitches. Ich mache mir jetzt diesen hier zunutze. Und hoffe, dass das hinhaut. Wenn ich jetzt diese Matte hoch mit der lang gedrückt halte mit der Space-Taste, dann hebe ich mit der Matte zusammen alles hoch, was damit gerade verbunden ist. Also mir ist eigentlich wichtiger, dass es von innen gut ausschaut, ne? Also wenn ich rausguck, sollte brauche ich vielleicht doch den anderen Glitch. Oder ich baue zwei Fenster übereinander. Gucken wir mal. Ich probiere jetzt erstmal den anderen Glitch noch aus, den es gibt. Dafür brauche ich einen Pfosten. Wände. Den versenke ich jetzt hier. Dann hole ich das dahin. So. Bisschen näher ran noch. Nicht reinsetzen. Darf ruhig ein bisschen Abstand sein. Und jetzt dasselbe. Die Space-Taste, die Enter-Taste lang gedrückt halten. Und dann trage ich das Ding jetzt so da hoch. Und eigentlich müsste das jetzt funktionieren.
Ja. Von hier oben aus schlecht, weil ich es nicht richtig ins Bild krieg und nichts sehe. Dann machen wir es von da unten. So, jetzt müssen wir es erstmal gerade hinfummeln. Das mache ich so. Es ist dann gerade, wenn es gleichmäßig in der Wand verschwindet. Aber das will jetzt nicht funktionieren. Da hat es für einen kurzen Moment gehalten. So, gucken wir uns das mal von innen an. Wie schlimm es ausschaut. Also ich finde, es ist besser als vorher. Jo, ich glaube, das lassen wir so. Die Fenster sind dicht. Glasscheibe davor. Ich finde auch, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Und man sieht, von außen sieht man es gar nicht, ne? Genau. Von außen sieht man nur wenig. Da sieht man ein bisschen den Steg. So, jetzt habt ihr gesehen, wie man das macht. Zwei Glitches habt ihr gesehen, den anderen mit den Fußmatten, den werden wir auch noch brauchen. Oh, das sind so Tricks, die nicht im Handbuch stehen. Die erfährt man nur, wenn man im Internet nachforscht und diverse Quellen nutzt. Wie ist denn jetzt der Abschluss oben? Aber ich lasse es so, das wird nicht besser. Ist aber gut, schließt genau ab mit dem Fenster. So, mir taugt's. Hier mache ich meinen Cut. Wir bauen in der nächsten Folge weiter an Jamaica Plain. Hier gibt es noch mehr Tricks zum Anwenden. Ich hoffe, die Tricks, die waren ein bisschen hilfreich für euch und haben euch weitergebracht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.